Hart, aber unfair. So sind die Regeln beim Kampf der Reality Stars. Wow. Hier kann sich keiner jemals sicher fühlen. Fest steht nur, es kommen immer neue Stars und es müssen immer welche gehen. Die Spiele sind eröffnet. You're so fucking cool. Regina, du bist herzlich eingeladen, den Alkohol rausschwitzen. Das wird richtig lustig jetzt. Also es war so, das Rad wurde gedreht. Und du musst halt einen Shot trinken, wenn die Nummer 4 kommt, ja. Unsere pfiffigen Stars haben beschlossen, dass jeder einen kurzen kippen muss, wenn das Rad auf Gelb steht. Wir empfehlen das ausdrücklich nicht zur Nachahmung zu Hause, außer natürlich, man steht total auf Kopfweh, Übelkeit und peinliche Entgleisungen. Prost zusammen! Halb nackt und besoffen in fremder Wohnung. Könnte eigentlich jeder sein von uns. Scheiße, wer kann das denn sein? Willi. Ich? Niemals. Jetzt wird Schmutzwäsche gewaschen. So, wir schön weiter. Ja! Yeah! Wer sichert sich seinen Platz? Jetzt wird's dreckig. Also, nenne 5 Sexspielzeuge. Was? Oh shit. Dildo, Vibrator. Das gleiche. Nein, das ist ein großer Unterschied. Ja, ganz gut. Okay. Also Dildo und Vibrator waren bis heute für mich das gleiche. Vibrator ist noch was anderes als ein Dildo. Der Dildo kann sich zwar bewegen, aber er vibriert nicht. Der Dildo ist einfach nur so, der ist einfach nur ein Apfel. Der ist einfach nur da. Vielleicht bin ich auch eine andere Generation. Vielleicht war das früher was Gleiche gewesen und heute ist es was anderes. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr jederzeit kommen. Willi, Grüme, kommt zu mir. Ich kläre euch das. Ist mal. Okay. Was? Ein Watt? Muschi. Tasche? Taschenmuschi. Also ich habe davon noch nichts gehört und ich weiß auch nicht, wie man dich dann in die Hosentasche schieben soll. Weiß ich nicht, was eine Taschenmuschi ist. Weißt du das, was es ist? Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich so ein Ding. So, was aussieht wie eine Frau von unten. Wahrscheinlich eine Muschi, die ein Mann in der Tasche hat. Und wenn er geil ist, dann, oder? Taschenmuschi. Was war dein peinlichstes Sexerlebnis? Ja, komm. Ich habe mal geträumt, ne? Ja. Dass ich was mit einer Giraffe hatte. Was ist das Verrückteste, das du je erlebt hast? Ja, also bei dir wird es ja wohl sehr schlimm sein. Wo wir uns kennengelernt haben, also mit meinem Ex, ja, ich hatte ein Piercing da unten, ja, noch gehabt und er fand das voll hässlich. Also nicht hässlich, aber er fand das einfach nicht schön. Und dann hat er halt bei unserem Date, also so in der Kennenlernphase, hat er einfach, wo ich halt bei ihm war, eine Zange genommen und hat das so durchgeknipst. Bilder. Die sitzt da und er kommt so und sagt so, ey, es wird Zeit. Weißt du, was ich meine? Es wird Zeit. So, und dann geht er mit so einem fetten Ding einfach da zwischen die Beine. Ich bin so geschockt. So geschockt. Das. Ja gut, ja, dann muss man damit klarkommen, ja. Wir kommen bestimmt gleich zu dir, Georgina, keine Sorge. Bitte? Bei dir, es geht ja nicht um dich. Es geht erstmal um meinen Schleim. Ist auch schwer, dich zu verstehen, weil ich halt nicht weiß, ob du nüchtern oder auf dem Pegel bist. Das ist schwierig. Liebe Georgina, ich richte mich jetzt direkt an dich. Denkst du ehrlich, du würdest noch da sitzen, wenn du das Spiel nicht gewonnen hättest? Ja, ist doch egal, es ist ein Kampf und ich hab's gewonnen. Punkt. Du bist der von Grund auf respektloseste Mensch, der mir je untergekommen ist. Und ich möchte mit dir nie wieder ein Wort wechseln. Ist mir okay, scheißegal, musst du ja auch nicht, wie viele Probleme ich da die nächsten 3 Tage mit dir habe. La, la, la. I don't know what you're talking. Sorry, aber mit so einem Menschen rede ich nicht. Ich glaube, sie ist eiskalt. Uns fehlen langsam die Worte. Die streiten wie die Geisteskranken. Hast du nicht zu mir gesagt, es wäre doch cool, wenn wir Willi rauskicken? Das wäre für die Sendung, das wäre mal ein richtiger Knaller. Hast du nicht gesagt? Und deine zweite Wahl wäre Kate. Entweder du lernst, endlich mal zuzuhören. Ach ey, dann bist du verlogen bis zum geht nicht mehr. Da wurde aus dem harmonischen Abend, den wir wirklich hatten, ein Desaster. Finde ich es am fairsten, wenn wir es zwischen Kate und William entscheiden. Lautstärke nicht durch. Das heißt, du bist auch heute laut. Ja, weil sie lügt. Und meine letzte Beine einfach ruhig jetzt. Ich möchte nach Hause. Ich glaube, das war einfach nur schön, um Kameras auf mich und ich leg los und mache hier meine Show. Ich will keine Sekunde länger mit diesem unmenschlichen, widerwärtigen Pack
in eine Schublade gesteckt werden. Dann weiß doch, dass das alles hier Show war, dass sie selbst gehen will, dass sie ihren Kopf abmachen will und dass es alles Show war. Und sie hat. Und sie hat aber nein, du kannst mich doch jetzt mal aussprechen lassen. Jetzt kann ich doch einmal reden. Und dachte mir so, ich gehe da jetzt mal zwischen, um die Lage zu beruhigen. Und als sie eine Entscheidung getroffen hat, dann wäre sie nicht runter. Nein, ich darf jetzt auch mal was sagen. Sam hat mich dann halt geschubst. Und dann fängt der nächste Brandherd an. Momo und Sam. Ja, aber ich darf auch mal was sagen. Was möchtest du jetzt von mir? Schick mal jetzt. Nein, aber was möchtest du denn jetzt von mir? Ey, Willi! Ganz ehrlich, ich darf doch auch meine Meinung mal sagen. Was soll die Scheiße denn? Eins will ich dir mal sagen. Du bist ein richtig durchtriebenes Miststück. Das kannst du mir glauben. Blöde Hinterfitze. Sam, du kannst deine Meinung sagen, aber du kannst mich doch nicht wegschubsen, wenn ich vor mir liste. Aber du musst dich doch nicht mehr vor mir stellen. Ich rede doch nur. Ein kleines Mädchen sitzt hier. Nein, das ist keine erwachsene Frau. Es ist kein kleines Mädchen. Du schubst mich einfach weg. Du kannst nicht handgreiflich werden. Ja, ich bin handgreiflich geworden. Der Schwule ist handgreiflich geworden. Also sorry. Ich hab dich verprügelt. Frag ihn doch. Also Mo, du bist ja lächerlich. Eine Frage. Lächerliche Aktion. Haben wir noch Cola Light? Du bist alkoholisiert, ich nicht. Ja, ich bin genau, nüchtern, ich hab alles im Kopf. Genau. Dann, du hast mich verprügelt. Schlagzeile. Also du bist ja so asozial. Halt bloß die Fresse, du absoluter Gott, jetzt bricht hier richtig der Krieg aus. Das ist die asozialste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Können wir gleich ein Taxi rufen? Das kann nicht jeder. Das ist schon Talent. Jedoch spielt ihr nicht miteinander, sondern eins gegen eins. Fuck. Steph, kannst du mal kurz kommen? Es gibt schon leichte Unruhe, was deine Person betrifft. Ich habe das ja leider nicht so ganz mitbekommen. Ich habe ja nur ein bisschen mitbekommen, wie du so, wie deine Art ist. Genau, sehr frauenfeindlich. Frauenfeindlich? Ja. Meine? Ja. Nein. Sehr. Hast du denn, hast du dir zugehört, wie du über deine eigene Frau geredet hast? Ja, was denn? Diese Frauenfeindlich? Oh, sie hat ja einen tollen Body, aber sie ist schon ein bisschen alt. Ich weiß nicht, was daran frauenfeindlich sein soll. Ich würde gar nicht so dagegen machen. Ja, vielleicht bist du empfindlich. Empfindlich? Ja. Ich bin ein Mensch und will behandelt werden wie jeder andere hier. Ob Mann oder Frau. Vielleicht bist du empfindlich. Dann ist das Gespräch jetzt hier mit Ben. Ja, das ist Ben. Bah, alter, ekelhafter Charakter. Ja. Aber was soll ich machen? Das ist, wie es ist. Ich bin so. Ne? Ich kann nicht anders. Wir sind ein Team und ein besseres Team kann es eigentlich überhaupt nicht geben. Was keiner ahnte, in Willi steckt ein Actionheld, geschätzte 120 Kilo Abtropfgewicht und pure nackte Power. Aus Erwachsenen wurden Kinder. Wieso lästert, Schwester? Ich weiß nicht, was du meinst. Haben wir gelästert? Weiß ich, haben wir gelästert? Also ich habe das Gefühl, irgendwie alle haben die letzten Tage über mich gelästert, aber naja, dann kann man die Dinge auch so verdrehen. Aber lästern tun wir gar nicht. Aber warum sieht das Gesicht auf einmal so komisch aus? Das erinnert mich an das Gesicht von den Simpsons, der dieses Atomkraftwerk gehört hat. Wie heißt der? Mr. Burns. Wir lachen ja nicht mal, ist ja nicht mehr lustig. Mr. Burns. Ist ja eigentlich nur traurig, das anzugucken. Genau. Das kann ich auch ein Streichholz hier hinstellen. Das bringt genau das Gleiche. Ja? Wir lästern nicht, wir sagen nur, was hier passiert und dass sie ein falsches Spiel hier führt. Das ist eine Analyse, die Livestream. Bewertet von uns beiden. Sportshow. Sportshow, ja. Wir sind naturblond und dadurch sind wir nicht sehr schlau, sondern intelligent. Ich finde, die Blondinen, die gefärbt sind, können wirklich manchmal dumm sein. Das stimmt. Aber wir sind naturblond. Wir haben uns nie die Haare gefärbt. Noch nie. Noch nie. Ihr kriegt keinen Schrankpech. Auf einmal geht es um Schränke, Frauenkleider und zack ist die Stimmung also richtig aus dem Ruder gelaufen. Ich muss dich nicht fragen, Schatzi. Entweder gibst du mir was oder ciao. Die Löwenbabys haben sich halt einfach gerade mit der richtigen ausgewachsenen Löwin angelegt. Man muss schon Eier haben, um sich mit Georgina anzulegen. So arrogant! So arrogant! So arrogant! Georgina, du hast meiner Schwester Leute, die Zähne in die Augen gegeben. Weißt du, was das heißt? Ich sehe das nicht ein, dass mir so zwei kleine Mädchen auf der Nase rumtanzen. Und dann ist mir der Kran geplatzt. Gib mir was zum Anziehen. Was soll ich denn jetzt anziehen? Sagst du mir das mal bitte. Hast du mir einmal was zu tun? Was soll ich anziehen? Du bist ein kleines egoistisches Miststück. Was hast du gesagt? Du bist ein kleines egoistisches Miststück. Halt die Klappe! Halt die Klappe! Verstehst du dich? Halt die Klappe! Schrei mich bitte. Halt die Klappe! Älter als du, Schatzi. Oh, wie viel? 40? Ich würde dich als 40 einschätzen. So.
ich werde dich als 40 einschätzen. So dumm wie du bist mit aufgespritzten Lippen ist keiner. Tut mir leid. Also, du drehst dich um, kommst wieder. Komplette andere Stimmung. Du kannst nur demontieren, du kannst nichts bauen, weil du jeden Tag säufst, du Alkoholikerbraut. Du bist echt Gerüchteküche. Du laberst so viel Scheiße. Du ist ein Freund von mir. Ich wusste du kannst es doch nicht sagen, dass er schwul ist. Er ist nicht schwul. Tut mir leid. Ich wusste doch nicht, dass es nicht offiziell ist. Du setzt noch einen drauf. Sie kann einfach über irgendwelche Typen sagen, die viel mehr Erfolg haben als sie, sagen, die sind schwul und es einfach hier vor der Kamera behaupten. Was ist denn bei ihr los, Alter? Vielleicht weiß das Augenzeuge Willi? Da ging es darum, dass Georgina, dass Aurelie irgendwas gesagt hat, wo ein Name gefallen ist von einem Supermodel oder sowas. Und da sagte Georgina in ihrer unnachahmlichen Art, ach, der ist doch schwul. Die zwei letzten Stiche, die waren jetzt auch noch für die Show und so, ne? Ich weiß es nicht. Also, das ist halt... war so, wie es gewesen ist. Also ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Du bist so falsch, Mädchen. Du bist so eine falsche Hexe. Alles klar. Der hat nicht aufgehört, der hat geschimpft, der hat mich aufs Übelste beleidigt. Sie hat einfach kein Herz. Sie kann einfach nicht mal über irgendwen sagen, du bist korrekt. Außer zu ihrem eigenen Vorteil, weil scheiß Narzissmus nicht heilbar ist. Mir war zum Heulen zumute. Dann geh dann in dein Bett und heul. Für dich alleine. Weil keiner zu dir kommt und dich trösten wird. Ich hasse dich. Kann bitte jemand helfen, irgendwann das Geschirr wegzuräumen? Ja, Schatz, sofort. Wir klären doch gerade hier was. Okay. Sandy, es tut mir leid. Ich möchte nicht, dass du ausrastest. Bitte, hallo? Ich will nie wieder mit dir reden. Können wir es bitte vertragen? Nein, ich möchte, dass du hier rausgehst. Nein, ich möchte, dass du jetzt gehst. Nee, da ist kein Gehirn einfach zwischen den Ohren. Ist weggesoffen. Dauerpegel. Drama, Baby. Aha. Leopardenman. Ja, Johannes kann einfach alles tragen. Er muss nur aufpassen, dass unten nichts raushängt. Sieht mega aus. Willis echt kölscher Plan, Karaoke mit Verkleidung, Karneval in Thailand. Alte Keule. Ich bin nur verkleidet als Madonna, aber eigentlich bin ich jemand ganz anders. Melissa Monroe. Ach du Scheiße! Volle Petri in der Haus! In die Island! Wow, was ist denn mit der los? Wahnsinn! Warum schickst du mich? Also, ich bin ein großer Wolfgang-Petri-Fan. Och, das macht doch nichts. Wir haben alle unsere Fehler. Die Hose war ein bisschen eng, ich weiß. Der Abend war super, 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 super. Amy Winehouse! Aber ich sah in meinem Kleid sensationell aus. Ich glaube, es war ein gelungener Abend. Und jetzt die weiteren Nachrichten. Kate ist die neue Georgina von Sam. Doch was war das? Sam schlägt ihre Hand aus. So geht Scheidung bei Reality. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen eifersüchtig geworden, weil Sam ist für mich seit der ersten Stunde hier mein bester Freund, mein erster Vertrauter. Und plötzlich ist er mit Kate so eng. Und ich gönne ihr auch alles auf der Welt, aber ich gönne ihr nicht Sam. Sam gehört mir, ist mein bester Freund. Ich will ihn nicht teilen müssen. Nein. So, Badetag. Achtung, wenn halt dieser Zeitpunkt ist, wo man wirklich einfach keine Sorgen mehr hat, sag ich mal, also wo einem wirklich alles schnurzwurscht ist, dann ist in den Pool springen einfach der krönende Abschluss.